Neues Video von Savage Good Life. Heute sprechen wir mal über etwas, was tatsächlich in mein Leben getreten ist, wie so ein Bumm-Effekt. Thema Sitzbank. Vielleicht ein sehr profanes Thema, mag der ein oder andere denken, aber für mich heute mal was ganz Besonderes. Viel Spaß bei dem Video. So, Thema Sitzbank. Meine Frau kam irgendwann zu mir und sagte, du, ich bin jetzt ein bisschen auf dem Frogger rumgefahren. Also ihr kennt ja den grünen Roller, den ich noch hatte. Ist jetzt leider nicht mehr da. Und die sagte, boah, so eine Originalsitzbank von Piaggio, die war schon sehr bequem. Okay, dachte ich, ja, Unrecht hat sie nicht. Jetzt, die ist schon sehr bequem. Wir sind auch alle ein bisschen älter geworden. Ne? Das heißt, unsere Hintern halten auch nicht mehr so wahnsinnig viel aus. 150 Kilometer, dann schreit der Steiß schon das Lied des Verderbens. Wie dem auch sei, meinte sie, lässt sich einfach gut drauf sitzen, lässt sich auch länger besser mitfahren. Ja, habe ich gesagt, uff, ganz Unrecht hast du nicht. Jetzt hat sie aktuell eine BGM-Sitzbank drauf. Die ist jetzt auch schon fast 4 Jahre alt. Die kam damals neu auf den Markt. Das war diese Doppelsitzbank, die etwas flachere von BGM. Eine sehr, sehr geile Sitzbank. Hat super gut gehalten, hat einen guten Sitzkomfort. Natürlich ist sie flacher, natürlich ist sie stylischer, natürlich ist sie besser und optischer als eine Originalsitzbank, aber da hast du halt wieder den Kompromiss. So, den Kompromiss, dass du zwar stylisch und optisch ansprechend fährst, aber dir nach 100, 150 Kilometern der Poppes echt wehtut. Ja, ein Tod musst du sterben, entweder so oder so, whatever. Also, gut, habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe nichts gefunden. Und du kommst immer wieder an den Punkt, dass du sagst, boah, irgendwie hättest du doch gerne eine eigene Sitzbank, so ein bisschen irgendwie in deinem eigenen Style, der auch zum Roller passt und so ein bisschen weg vom Standard und so weiter. Und irgendwann bin ich bei Instagram auf ein Unternehmen gestoßen im Bayerischen, und zwar auf die Polsterei Mack. Ich blende euch den Link zu Instagram unten in der Bio ein. Besucht die mal. Polsterei Mack. Ich kann euch das nicht sagen. Ich habe die Sitzbänke gesehen, die so machen oder überhaupt die Polstereiarbeiten, die die machen, und habe gedacht, boah, was ist das denn? Ja, das ist ein Werbevideo. Ihr habt das schon vollkommen richtig erfasst. Es tut mir furchtbar leid, aber es muss tatsächlich mal sein. Denn, was soll ich sagen? Ich habe dann überlegt, so, also ich glaube, wenn jemand dir den Wunsch nach einer original aussehenden Sitzbank in einem geilen Design verschaffen kann, dann die Polsterei Mack. So, habe angerufen, habe gesagt, hier, pass mal auf, ich brauche was Spezielles. Und zwar brauche ich auf Basis einer Originalsitzbank von Piaggio eine etwas stylischere Sitzbank mit einem hohen Sitzkomfort, so die typische eierlegende Wollmilchsau oder, ne, das sind halt 3 Dinge auf einmal, Spiel, Spaß und Schokolade. Auf der anderen Seite hörte ich so ein leichtes Grinsen und er sagt, ja, ja, das ist so der Klassiker, ne? Ja, ich sag, für meine Frau, wir wollen zu zweit auf dem Roller fahren, wir brauchen was, was nicht aussieht wie von der Stange, was ein bisschen mehr Kick hat, ein bisschen mehr Bums hat, und hast du da eine Idee? Ja, sagt, da habe ich ein paar Ideen, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich gesagt, weißt du was, mach einfach. Blau soll drin sein, Alcantara soll drin sein. Wenn es einen coolen Keder gäbe, wäre auch geil. Tob dich aus, mach was, zeig mir was. Ich bin da offen, und dann hat er mir ein paar Entwürfe geschickt und dann habe ich gesagt, boah, das ist geil. Und habe das meiner Frau gezeigt und die hat gesagt, okay, will ich haben. Und dann haben wir uns geeinigt. Und diese Sitzbank steht jetzt vor mir und die zeige ich euch jetzt. Die ist wirklich, wirklich wunderschön geworden. Dazu muss ich sagen, Geschmack ist etwas, worüber sich nicht streiten lässt. Der eine wird es geil finden, der andere wird es scheiße finden. Bin ich vollkommen bei euch. Aber das ist das Schöne an der Polsterei Mack. Die machen euch die Scheiße oder die schönen Sachen so, wie ihr sie haben wollt. Das ist gewiss, da findet jeder das an Sitzbank, was er haben will. Ob für eine GTS, ob für eine PX, ob für eine Sprint oder was auch immer. Ihr könnt euch da komplett austoben. Die sind so unfassbar kreativ. Die haben so tolle Ideen, die haben so tolle Materialien. Ich habe jetzt die Sitzbank da. Ich zeige sie euch jetzt. Die ist wirklich schön geworden. Die hat ein tolles Polster. Ich habe noch den Wunsch geäußert, ich möchte gerne eine straffe Sitzbank haben, aber die einen weichen Sitzkomfort hat. Ja, sagt er, das kann man bedingt machen. Und ich sage, es soll auf Basis einer Original-Piaggio-Sitzbank sein.
Ne? Länge, Breite, Höhe. Ne? Also du kriegst eine originale Sitzbank von Piaggio, mach was draus. Und das hat er gemacht. So. Und die Feinheiten und die Details, die zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich folgende Sitzbank. So. Und wie ihr seht, hat sie ein paar kleine, aber feine Details. Ja. So. Zur Erklärung. Obendrauf. Wir machen das jetzt so, ich blende das in einem Rahmen eines Pörnchens ein und erkläre das jetzt dazu. Die Sitzbank hat zwei verschiedene Materialien. Einmal zum einen obendrauf Alcantara in Blau, Alcantara Blau und Alcantara Schwarz. In einem wunderschönen vernähten Design mit Seitenstreifen. Dazu hat er vorne, hinten und an den Seiten Glattleder aus der Automobilindustrie. Also das ist Leder, wie ihr sie aus den Autos kennt. Sehr, sehr hochwertig, bombastisches Leder. Und da der Roller auf meiner Frau ja Lotte heißt, Lotte 77, hat er gesagt, ich kann, wenn du Bock drauf hast, das Leder prägen. Dann sage ich, wie das Leder prägen? Ja, sagt er, ich präge das Leder und heb das Leder an, dass der Schriftzug, wenn du mir ein paar Fotos schickst, präge ich diesen Schriftzug in die Sitzbank ein, da können wir alles machen, was wir wollen. Habe ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, musst du mir zeigen. Kann ich nichts mit anfangen. Und dann hat er mir das gezeigt, hat mir Entwürfe geschickt und hat mir das gezeigt. Und ich so, boah, geil. Ich sag, mag vielleicht kitschig sein, aber hey, es ist der Roller für meine Frau. Und ich frage sie, wenn sie Bock drauf hat, machen wir es. Und sie fand es super. Und dann hat er auf die Seite, hat er Lotte 77 geprägt und hinten drauf den Namen Savage Scooters. Und das finde ich schon mal ein sehr, sehr geiles Detail. Und ich kann euch nur sagen, diese Sitzbank ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Das hat mich auch dazu bewogen, dieses Video zu machen, weil ich so begeistert bin von der Arbeit, die die gemacht haben und so angetan bin. Und auch preis-leistungsmäßig passt das so gut zusammen. Natürlich kriegt ihr so eine Sitzbank nicht für 150 Euro. Ey, aber das ist Handarbeit, ne? Da sitzt jemand, der näht das von Hand, so wie du das haben willst. Das ist einfach eine Kracher. Das ist einfach ein Kracher. Also deswegen habe ich dieses Video gemacht, um euch einfach das mal ein bisschen näher zu bringen. Ihr wisst, ich habe das über viele Jahre immer wieder gemacht, dass ich kleine Manufakturen, Einzelunternehmen, Familienbetriebe, die mit der Vespa-Welt was zu tun haben, supporte an dieser Stelle und denen sage, komm, wenn ihr ein tolles Produkt habt, lasst uns darüber sprechen. Ich zeige das und um euch auch vielleicht ein bisschen mehr Fläche zu geben, um zu zeigen, hier, da ist jemand, der kann euch eine Sitzbank so machen, wie ihr sie haben wollt, in den Designs, die ihr haben wollt. Schaut euch die Instagram-Seite an. Da gibt es so viele Fotos, nicht nur von Vespa-Sitzbänken, von allem möglichen Kram, auch Autos. Da könnt ihr euch so viel Inspiration holen. Ich habe mir dort auch sehr viel Inspiration geholt. Und ich bin begeistert. Ich bin einfach vollkommen angetan von dieser Sitzbank. Die ist wirklich, wirklich schön und ist halt mal was anderes. Es ist auf Basis einer Original-Piaggio-Sitzbank. Also ihr schickt eure Basis-Sitzbank dahin und die Jungs bauen die um. Und jetzt gehe ich hoch an den Roller, montiere diese schöne Sitzbank und dann gucken wir es uns nochmal in Kombination mit dem Roller an. Ja, falls euch das Video gefallen hat, vielen Dank für einen Daumen nach oben, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Das war das erste Video jetzt nach einer längeren Pause. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber da drüben steht noch ein Quattrini 262, der kommt demnächst noch auf die Straße. Also es kommen jetzt wieder ein paar Videos, es kommen auch ein paar neue Videos zum Thema Produkten. Scooter Center hat wieder ein paar neue Sachen da. Also ich bin dabei, es kommt wieder was und würde sagen, an dieser Stelle, wenn ihr rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Und bleibt hässlich. Bis dann. Ciao.